you did it, but unbelievable! Well, I tell you, he knows how to drive a train. He swiped the manuals out of shipping years ago. He's been reading them ever since. Well, I was given this from a Wudokan escapee from Necromines. He died looking for us. Dave, that's terrible. What's that? A map? I guess it is. And this came with it. Whoa! Creepy, right? Yeah, creepy. With his last breath, he said they're all dying. Well, who's dying? Our followers. They're all dying. What do you mean, our followers? I think he means, since we fled the farm, rumors have been spreading throughout the factories. Wudokans have started escaping, and now they're trying to find us. I told you that would happen! Anything else? I found some sick Wudokans. They escaped from other factories, but they were dying. All of them were dying. With their help, I discovered an antidote. I made some medicine, and it fixed them. But I still don't know why they got sick. Nothing else? He said we needed to find the Keeper. What's the Keeper? What's it doing? I don't know. Even though the train is bouncing around, the light stays right on. Necrom. The Keeper? I hope it ain't telling us. The Keeper is in Necrom. Nobody wants to go to Necrom. It's like Babbage coming up. What are we gonna do? I also found another guy. He left a note for me. Said we gotta know what's on this tape. Is that an old Blader tape? Not too old. They're still using that communication output. Okay, looky here. Sling Barracks is the next stop on this line. It should have a communication outpost, shouldn't it? Yep. If we don't take out that comm tower, then every factory ahead of us, including Necromines, they're gonna know we're coming. But first, I gotta play this tape. Yep, you gotta play that tape. Ja, hallo und herzlich willkommen damit zurück zu unseren, gleich zu unseren schönen kleinen Blaumannsorte. Das war ein sehr interessanter Vorspann oder Zwischensequenz. Jetzt wissen wir endlich auch, was in diesem Anhänger drin ist oder was dieser Anhänger drin ist. Ist ja witzig, diese kleine Raupe da drin oder dieser kleine Käfer vielmehr. Okay, wir sind jetzt an den Baracken und unser erstes Ziel ist wohl, dieses Tape abzuspielen. Na dann, bin ich mal gespannt. Und hier unten sehe ich 45 Leute müssen wir retten. 45 Stück. Das ist mal nicht wenig. Und wenn ich mir hinten diesen einen Slick anschaue, den ersten hier vorne. Oh, erlange Zugang zum Funkturm. Eben, wir müssen unser Band abspielen. Damit die Glucorns nicht von Abes Ankunft erfahren, musst du ihre Kommunikationswege unterbrechen. Vielleicht findest du auch heraus, was sich auf diesem Band befindet. Hinweis. Finde einen Weg durch die Baracken zum Eingang des Turms. Okay, wenn ich mir diesen
einen da, den vorderen anschaue, der ist ja mega bewaffnet. Hier, der da. Schau dir das mal an. Was der auf dem Rücken hat und was für eine riesen Knarre, der da rumschleppt. Na, bravo. Okay, hier haben wir schon mal ein Portal. Hostel Youth Home. Stay away. Please never visit our... Bitte besuche nie unser Hostel Youth. Bleib weg. Was ist das denn für eine Werbung? Okay. Oh, da ist schon mal einer. Hi. Bahnhof Baracken. Let's go. Everybody, let's move it. Everybody, let's move it. Yes. So. Wenn ich dich schon habe, darfst du schon mal hier rein. Haben wir schon mal einen. Hier komme ich nicht rein, oder? I don't know. Ich weiß nicht wie. Ja, alles klar. Dann zu den Baracken. Oh je. Oh je. Waschmittel. Okay, wir werden wieder Tarnverrichtung an. Okay. Gegengift brauchen wir nicht. Nebelset können wir nicht machen. Hier können wir schon mal zwei herstellen. Da können wir nichts herstellen. Können wir auch nichts herstellen. Auch nicht herstellen. Ja, ich weiß, ich weiß. Na, da fängt. Oh, da drüben ist das. Ist ein Portal. CEO claims supernatural lightning strike started fire. But did Moloch burn down his own farm? So far, that's what it's looking like. To be more accurate, it looks like he didn't just burn down that farm of his, he also killed over 300 of the poor mutts working for him. 300 lives gone up in smoke. Don't make excuses for him. Abe? But who is Abe? If even there is an Abe. Is this Abe guy dead all along with the rest of them? Or did he ever really exist? With nothing but smoldering piles of bones, it will be impossible to truly know. But let's not forget about the implausible Patsy cover story of Moloch's defense. No one with half a brain believes that a lone Madokan laborer could have taken down the cold, calculating brains of a Glucken, let alone the star Glucken of the investment markets, Moloch. Authorities verify that it doesn't really add up. Consider a mud trying to fight against a Gluck? What world are you living in? What's next? Tinfoil hats? Don't be that schmuck. Verdammt, ich wollte rein. Okay, also in dieser Radio-Ding da habe ich jetzt irgendwas mitbekommen, dass irgendjemand, ein COO, seine Farm niedergebrannt hat und dann irgendwie 300 Leute gerettet oder tot waren. Oder ich habe es nicht ganz mitbekommen. Und dann eben sich ausgetauscht worden ist, wer denn Abe sei und was Abe denn sei und ob das denn Abe überhaupt gäbe. Wie kill ich den denn da oben jetzt hat, ohne dass der mich killt? Geht das? Jetzt habe ich keine mehr. Na, das hat sich ja rentiert. Das hat nicht funktioniert. Scheiße. Wie soll ich jetzt an dem vorbeikommen? Ich habe keine Bälle mehr. Warum ist es grün? Oh, ganz hinten, klar doch.
Oh Gott, Leute. Jetzt komme ich nicht hoch. Ich werde wahnsinnig. Ich trottel. Ich wollte ihn jetzt nicht fesseln, weil ich mir gedacht habe, ich heb mir dieses Klebeband noch auf. Vielleicht kann ich jetzt noch verwenden. Ja. Ganz toll. Gute Idee. Okay. Ja, komm, geh hoch. I think I heard something down there. No, you don't heard it. Nix hast gehört, glaub's mir. Bitte! Oh nein! Echt jetzt? Das gibt's doch nicht! Komm, komm, schaffst du es nicht, darauf zu springen? Ich werd wahnsinnig! Ich hasse es! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wieso schafft er es nicht, da hochzuspringen? Was ist denn bitte daran so schwer? Das klappt nicht. Das dachte ich, dass ich vielleicht so raufkomme, mich in den Spind verstecken kann und mir für ganz oben die Bälle spare. Aber es klappt nicht. Das klappt nicht. Vielleicht klappt's ja doch. Vielleicht klappt's ja, vielleicht klappt's ja. Nein, klappt nicht. Der steht zu nah dran. Ich kann nicht da, wenn er sich wegwendet. Na, das reicht nicht. Wenn er, selbst wenn er sich umdreht und eigentlich gar nicht herschaut, steht er zu nah. Schade, 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 geht nicht. Wir müssen ihn also mit den Bällen K.O. hauen. Bringt also alles nix. Oh Gott. Ey Leute, das geht ja echt super los. Das ist das Anfang des Levels. Wir sind am Anfang erst. Wir haben einen von 45 gerettet. Und wir scheitern schon jetzt. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Da kann ich mich ja nie und nimmer verstecken da drin.
Oh Gott, dieses Level ist eine Katastrophe. Wie viele Gummibälle habe ich? 7 Stück. Okay, pass auf, das geht. Gummibälle. Gut. So gehört sich das. Wenn ich jetzt genug Zeit, das zu durchsuchen und zu scheitern beim Hochspringen. Speichern. Warum nicht gleich so? Geld. Bonbons. Flaschen. Was? Die ist leer? Na gut. Jetzt müssen wir da ganz rauf. Da ist ein Scanner. Da oben ist einer. Nein, 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 nein. Ist auch leer. Der steht wieder so nah, ne? Das warten wir mal, wenn der weiß wird, ob er dann vielleicht weggeht. Wenn er nach hinten geht. Er rührt sich nicht. Ach komm, Junge. Komm, komm mit mir. Komm mit mir, komm mit mir. Tut er nicht, er bleibt da stehen. Mist. Mist. Na gut. Okay, zum Stehen war keine Zeit mehr. Ja, ist ja gut. So, tadam. Da drüben ist einer. Okay, was ist das? Mülleimer durchsuchen. So. Da sind ganz schön viele jetzt schon. Recyceln. Ja, lass uns recyceln. Kostenlos. Halt. Gummibänder, auch kostenlos. Jetzt warte mal, Gummibänder. Flummibombe. Wir haben kein Klebeband. Okay. Kann ich da noch welche herstellen? Okay, wir haben kein Waschmittel mehr. Kann ich da einen herstellen? Okay. Na gut. Wir stellen hier, was geht, Leute. Okay, nur noch nicht. So,
Flummibombs sind steinhart und können dank der Gummibänder besonders gut springen. Was macht er da drüben? Doink, doink. Okay, wir müssen also über Ecken schießen. Oh, wunderbar. I'm here to break you out. Let's go. Hey, don't forget, you still owe me $5. Bitte was? Wait. I want to get out of here. I gotta stretch my legs. Yeah, come on, come on. Halt! Ha, 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 ha. Warte, eine normale Steinbombe bitte schön. Hier. Hold up. Everyone stop. We'll get you out of here. Okay. You hear something? Wait here. Oh je, oh je, oh je. So, der wird jetzt nicht zu uns herkommen, jetzt werden wir hier über die Ecke werfen müssen. Pass auf. Ah doch, der kommt. Oh. Hä? Wieso wirfst du den? Steinbombe. Du sollst eine Steinbombe werfen. Eine stinknormale Steinbombe, bitteschön. I'm here to break you out. Man, let's go. Never come. Ja, kommt schon runter hier. Nicht lange warten hier. Oh oh. Kann ich ja stehen bleiben? Das kann ich nicht. Ich dachte, ich kann ja stehen bleiben. Wenn der uns jetzt sieht, sind wir tot. Er soll unten bleiben, Leute. Nein, das war was labern die? Follow me to freedom, guys. Coming up with nothing. Wait. I gotta stretch my legs. Yeah, come on, come on. Oh Leute, das wird echt schwer. Oh, das ist Schrotflinte. Okay. Oh, Scheiße. Was war das denn? Das habe ich einem umsonst geworfen. Den hat's gleich runtergehauen. Der ist tot. Oder? Der ist tot hier. Ja. Da oben ist nur bewusstlos gewesen. Interessant.
war bewusstlos. Wieso ist der andere gestorben? Es war auch nur bewusstlos. Hey, ha? Benny, he still owes me $5. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso ist der eine gestorben und andere nicht? Seltsam. Was willst du denn von mir? Warum blinkst du so? Ey Leute, das ist echt schwer. Come with me now. Hold on. Da bleibt die Zeit nicht, um da runter zu gehen. Oh, ich kann ganz runterfahren. Warum sagt das keiner? Oh Gottes Willen. Let's leave this place. Come on. We'll be free. Wait here. Everyone stop. Hold on. Why is he stopping? Follow me. Hey, get you out of here. Here. I'm here to get you free. Let's go. Nein, 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 nein. Keiner tot, oder? Scheiße. Mist. Mist. Einer ist hier. Verdammt, ich war zu langsam. Oh Gott, Leute. Es sind schon wieder zwei. Stacheldraht hier überall. Okay, links geht's zum Funkturm. Sicherheitskontrolle, Baracke, Aussichtspunkt. Wo geht's denn da hin? So. Hier kann ich Batterien kaufen. Die muss ich kaufen. Warte mal, bevor wir recyceln.
Wie viel haben wir denn davon? 4. Ausverkauft, na super. Ausverkauft. Okay, dann können wir gar nicht mehr mitnehmen. Dann schauen wir erstmal, was können wir denn noch herstellen? Diese Dinger hier. Gut. I'm here to break you out. Let's go. Dann komm mal mit. Ach du Scheiße. Ganz da drüben. Oh mein Gott, was ist denn das links da? Was ist denn das für ein Riesenturm da drüben? Mit diesem Feuer da drunter. Und wem trifft er? Uns trifft er. Kann nicht sein. Ach, Scheiße. Come with me now. Where are we going? Gott, man geht mal zusammen hier. So, auf geht's. Ah, okay, ich schaffe es nicht da rein. Warum gehe ich da drauf? Warte mal, langsam. Das will ich jetzt wissen. Ist da eine Mine? Da ist eine Mine! Deswegen gehen wir drauf, weil da eine Mine ist. Und ich denke gerade die ganze Zeit, ja, schießt uns von da drüben. Nein, da ist eine Kackmine. Und nicht nur eine. Was ist das denn für ein Typ da drüben? Was hat der denn da in der Hand? Der hat irgendwas auf dem Kopf. Nee, ich hab's ja fast gedacht, der hat so einen Helm auf, damit wir ihn nicht mit unserem Karma beeinflussen können. Das ist ein Scheiß. Sorry, wenn ich das so sage. Okay. Das ist fies. Na klar, hat er uns getroffen. Okay, Leute, ich mache aber trotzdem jetzt hier mal Schluss. Hier haben wir gespeichert. Wir machen Feierabend für hier. Oh Gott, das wird echt heftig. Was ist denn das für ein komischer Planet? Sind das da hinten Zelte alles? Baracken, wo die eben wohnen? Könnte schon sein, ne? Oh! Die schießen ja die ganze Zeit auf uns. Oh Gott. Können denn unsere Gefährten über diese Minen hüpfen? Ich glaube nicht. Die laufen da nämlich voll rein, ne? Ich glaube, unsere Gefährten laufen da voll in die Minen rein. Verluste. Geflüchtete 6. Ein Verlust. Ja, ich glaube, die laufen hier nämlich voll in die Minen rein. Okay. Das heißt, wir werden alle Minen irgendwie in irgendeiner Art und Weise entschärfen müssen. Oder zum Explodieren bringen müssen. Okay, gut. Dann wissen wir das schon mal fürs nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Ein Verlust, weil ich zu langsam war. Na gut, ist verkraftbar, hoffe ich. Alles gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.